Wetterbericht sagt, 3 Tage schön Wetter. Eigentlich hätte ich vorgehabt, den Diemelsteig zu wandern, der ist dort bei Kassel oben. War mir jetzt aber zu blöd, die Fahrerei. Und habe mich jetzt dafür entschieden, einfach von bei mir zu Hause aus wegzugehen. Unterwegs bin ich da auf dem Kreuzweg von Emosen nach Dannenwald, respektive gehen wir in die andere Richtung. Also, wenn ich da bin, lebt Jesus wieder. Nun geht's weiter. Ich habe jetzt Emosen hinter mir lassen. Bin gerade an Waschbrunn vorbei. Und jetzt geht's Richtung Lohholz-Kolbermoor. Man glaubt es nicht, aber ich bin jetzt, sagen wir mal, 2-3 Stunden von daheim weg und ich bewege mich seit einer halben Stunde in einer Landschaft, wo ich noch nie war vorher, noch überhaupt noch nie. Immer wieder faszinierend, so nah daheim und doch so fremd. Auch sowas gehört dazu, zu so Wanderungen in der Gegend, einfach mal an der Teerstraße. Das ist der Spinnereikanal, Keimzelle der Industrie in der ganzen Rosenheimer Gegend. Und das ist der kümmerliche Überrest von der Mangfall, was da noch die Kraftwerke übrig gelassen haben. So, jetzt sind schon mal kurz näher die Berge. Mal schauen, wo ich im Morgen gehe. Entweder da, Wendelsteingebiet. Oder da, Riesenkopf, Hohe Ersten. Oder in die Richtung, Heiberg, Kranzhorn und vielleicht weiter zum Wilden Kaiser. Mal schauen, was sich so ergibt. Jetzt kurz vor dem Ziel. Ja, doch, hat sich doch länger gezogen als ich gemeint habe. Viel Teerstraßenanteil dabei. Freue mich auf morgen in die Berge. Aber jetzt ist dann das Nachtlager bald erreicht. Bin gespannt, wie es mit Kondens ist. Weil es jetzt schon das ganze Gras ist nass. Ich bin ja da auch mitten in praktisch im größten Moorgebiet vom Landkreis Rosenheim. Tja. Wahrscheinlich wird es feucht werden. Aber mal schauen. Gibt Schlimmeres. Da ist jetzt mein Schlafplätzchen für heute Nacht. Mal schauen, ob der Sommerkult passt. Aber ich denke mal, minus 3 Grad, Komfort plus 3 Grad. Das werden wir nicht erreichen. So kalt wird es nicht. Mein Luftkissen. Also mein Kissen, mein aufblasbares, das ich normal habe,
Hat letztes Mal ein Loch gekriegt, weil ich mich mal drauf gesetzt habe. Aber man nimmt jetzt einfach die Hülle vom Quilt, man stopft jetzt meine Daunenjacke rein, mein Wechsel-T-Shirt und alles, was ich sonst irgendwo an Kleidung habe. Dann passt es schon. Guten Morgen, ich bin wieder unterwegs. Die Nacht war schön. Ein super Platzerl. Und Glück gehabt, ein bisschen. Da wo ich geschlafen habe, das ist zwar jetzt nicht im Vogelschutzgebiet, sondern knapp an der Grenze. Aber kaum habe ich in der Früh alles zusammengeräumt gehabt, sitze neben meinem Rucksack, kommt der Ranger vorbei. Ein bisschen geratscht damit, war ganz nett. Ich denke mal, er hat vermutet, weil ich da geschlafen habe, aber man hat halt nichts mehr gesehen. Wenn, dann hätte ich gesagt, ich habe woanders geschlafen und ist jetzt da mein Frühstücksplätzl. Aber macht nichts. Jetzt geht's weiter Richtung Berge. Ich habe jetzt noch ein, zwei Stunden Wanderung, dann stehe ich am Fuß der Berge und dann geht's los. Jetzt geht's mal grob von der Nickelheimer Filzen nach Nickelheim und dann weiter nach Großholzhausen. Stopp! In der Früh einen doppelten Kaffee getrunken, Zeug zusammenpackt, losgegangen und nach 500 Meter kommt der Dixie-Scheiß aus. Perfekt, perfekt. Also noch besser platzieren kann man es gar nicht, weil das ist genau die Zeit und die Wegstrecke, die man braucht, bis das Abendessen und das Frühstück sitzt und sich verfestigt wieder aus dem Körper verabschieden will. Und wer das da aufgestellt hat, top. Besser geht's nicht. In diesem Sinne, jetzt geht's weiter Richtung Holzhausen. Und da ist also ein Brotzeitladl, das weiß ich. Da werden wir jetzt einen Kaffee und ein Butterbrotzenbrezen gönnen oder eine warme Leberkassemme. Dann schaut der Tag noch viel schöner aus, als was er jetzt schon ausschaut. Jupp. Aber bis es soweit ist, kommt der Scheiß. Schaut's mal nach vorne. Drei, vier Kilometer Teerstraße, immer gerade dahin. Zwar wenig los, Vorteil, aber ist halt Teerstraße. Macht man schnell Meter, aber das will ich gar nicht. Jetzt geht's bergauf. Jetzt machen wir mal die Turmplanung ungefähr. Geplant ist ungefähr da außen rum auf den Berg rauf auf den Riesenkopf, hinter den Riesenkopf wieder runter, da ist dann der nächste dahinter der Wildbarren, da runter dann ins Inntal und eventuell das Inntal überqueren, da drüber aufs Granshorn. Da ist Granshorn. Das war der Petersberg. Ach, jetzt werden die Einhörner auch schon enthornt. Das ist jetzt St. Margareten. Leo hat gesagt, es sind nur noch 200 Meter bis zur Hütte. Dann klammern wir es einmal.
Schau, da stinkt gar keins. Oh, ist der Rass. Puh. Aber gut. Danke, liebe Hütte, da ich da sitzen darf bei dir und fürs Wasser auffüllen. Und weiter geht's. Ein Traum. Naviga, naviga, il veliero, segue la bussola e segue il cielo, vola leggero nel mare piatto. Aber das ist jetzt der schärfste Anstieg da hinten. Rückseiten vom Rehleitenkopf, wenn man am Weg sieht. Geht den fast keiner. Und der ist knackig. Puh. Und so weiter bis zum Gipfel, ohne Pause. Naviga ancora sotto le onde nelle acque profonde sotto agli affanni delle genti ora affondare non si può più naviga 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 piano come se fosse sul palmo di una mano ma sopraggiungere della tempesta, tra spruzzi e fulmini, e i correnti micidiali, l'albero di maestra perde la testa, e il capitano si getta tra le onde. Ich weiß nicht, ob man es hört, auf alle Fälle permanent Hirschsprumpft. Die Röhren, was das Zeug hält da hinten. Und ich gehe jetzt genau in diese Richtung. Bin jetzt Richtung Wildbauern unterwegs. Und es ist jetzt schon ziemlich duster da herin. Also
Ich sehe jetzt da auf dem Bildschirm, sehe das Gesicht eigentlich ziemlich hell. Ich bin gespannt, wie das dann, wenn es vergrößert ist, Handy oder ein Bildschirm, PC, wie das dann rauscht oder verpixelt ist. Und so schaut es jetzt ganz gut aus. Jetzt bin ich gerade an einem Jeep vorbeigegangen von Jäger. Also ich gehe definitiv noch weiter und suche noch nicht nach einem Lagerplatz. Gerade eben war Wegweiser, Wildbarren, war dreiviertel Stunde. Puh, jetzt ist 19.30 Uhr, also 20.30 Uhr, 21.15 Uhr soll ein Gipfel oben sein. Schauen wir mal. Guten Morgen, das ist mein Ausblick. So, super Biwak noch gehabt und jetzt geht's weiter. Wohin weiß ich noch nicht. Grüß dich. Ja, mit dem da. Bei mir geht es jetzt erst einmal Richtung Berggasthof Bichlersee zum Akkus aufladen, weil eigentlich Powerbank, Kamera und Handy alles fast leer ist. Diese Richtung, 12 Uhr. Auch vorher schauen wir an den Bichlersee vorbei. Oh, nachdem ich jetzt ein erfrischendes Bad genommen habe im Bichlersee, sind die Lebensgeister wieder alle erweckt und weiter geht's. Jetzt erstmal nach da vorne. Gasthof Bichlersee. Zum Elektrogeräte anstecken, Brotzeitmacher gut gelassen. Und dann mal schauen. Ich bin jetzt schon wieder fast im Tal unten angekommen, also im Inntal. Was mir auffällt, wenn man in die Berge unterwegs ist, man wird ganz schön wählerisch für seinen Pausenplatz. Da oben war jetzt also eine Bank, in praller Sonne, man denkt, das ist mir zu heiß. Und jetzt war ich da ein ganzes Stück weit, so eine halbe Stunde im tiefsten Wald. Da wären ein paar schöne Bäume zum draufsitzen gewesen. War mir zu schattig. Ich will schattiges Bänkchen mit sonniger Aussicht. Tja, man muss nur abwarten können. Ja, was will man mehr? Aber es geht noch schöner. Ja, der Sau hat ihn da hingeschissen. Von da oben, vom Wildbarren komme ich.
Da ist so runtergegangen. Das ganze Dorf durch. Jetzt da hinten weiter, da kommt dann eine Fußgängerbrücke über den Inn drüber, auf der anderen Seite wieder zurück. Und so grob Ziel halt ist das Kranzhorn. Ob jetzt das Inntal überquert, Inn, Autobahn, Eisenbahn, volle Programm. So, und jetzt schaut's mal, jetzt bin ich auf dem Weg zum Kranzhorn, da ist der Weg zurück. Das da drüben ist der Waldbarren, wo ich letzte Nacht geschlafen habe. Da bin ich runter, da drüben rauf, da hinten irgendwie wieder rüber. Und es geht jetzt da weiter. Und das Ziel ist da dahinter, der Gipfel, den sieht man jetzt nicht, das Kranzhorn. Schauen. Ich habe jetzt richtig Glück gehabt. Bin vorher beim Bauern vorbei. Der hat gerade an seinem Bullock was gemacht. Ich habe natürlich Christi gesagt. Das ist ein sauber erschrocken, weil er nicht gespannt hat, wie ich da vorbeigekommen bin. Ja, dann gehe ich weiter. Auf mich kommt von hinten ein Bulldog daher. Ob ich mitfahren mag. Er fährt in Richtung Kranzhorn auf, Richtung Wanderparkplatz und da muss er dann rechts, wo ich dann geradeaus gehe. Ja, perfekt, habe ich dann hinten auf der Ackerschiene mitfahren dürfen. Habe ich mir jetzt 4 Kilometer Zierstraße gespart. I'm sitting here hoping that I'm not broken. Lack of emotions, the only one showing. Shows that I'm hopeless, my words go unspoken. Feel no devotion, go from moment to moment. I can't seem to focus, the doors are all closing. Stand outside smoking, it feels like I'm floating. Still trying to cope with being alone in this ocean. Ooh. Feeling limitless, 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 ooh. Guten Morgen. Da ist mein Rucksack, jetzt ist schon alles gepackt. Da ist mein Zelt gestanden. So war der Ausblick. Da vorne ist der Kranzhorngipfel mit seinen zwei Kreuzen, ein Tiroler und ein Bayerisches. Unten hört man Autobahn, da ist der Inn, Eisenbahn, Bundesstraße, volles Programm. Ich habe jetzt noch nicht gefrühstückt, ich habe gleich zusammengepackt, weil da ein so ein scheiß Wind geht, dass es richtig unangenehm ist. Deswegen habe ich jetzt da nicht groß gefilmt, weil die Kamera fast leer ist. Also, packe jetzt zusammen, Rucksack ist gepackt. Weiter geht's. Wenn ihr mit dem Mikrofon den Wind hört, das ist auch der Grund, warum ich jetzt am Berg oben am Gipfel nicht gefrühstückt habe. Weil es einfach der Wind so pfiffen hat, dass ich jetzt warte, bis ich an eine geschützte Stelle komme. Juhu! Mein Frühstücksplatz. Das ist der letzte Rest, den ich noch habe. Zwei Müsliriegel, Portion Kaffee und ein paar Teebeutel.
Nö, wird schon lang für heute bis Mittag. Wird richtig gut. Die Spülen am besten einfach so Fichtenzweiglein oder Tannenzweiglein. Das ist wie ein Glitzerschwamm. Das ist mein ganzes Kochset auf Tour. Der X-Boil, den Sicherheitsbrenner, den drei Topfhaken drin, ein Klapplöffel. Und ein Spiritusfläschchen. Und der X-Boil schmiegt sich auch da am Topf an. Ich habe jetzt unten bei den Heilbergalmen eingekehrt, was gegessen, was getrunken, Kaffee, dabei das Handy und die Kamera zum Laden angesteckt. Puh, ja, und jetzt rauf auf den Kitzstor. Da noch mal ein bisschen Pause machen und dann schaue ich rüber zum Heilberg. Heilberg ist der mit der Wasserwand. Die sieht man da drin. Aber bei mir geht es jetzt erst einmal da rauf. Das da drüben ist das Kranzhorn, da war jetzt letzte Nacht, da haben wir umgezeltet. Geil, oder? Der Kitsch da ist der höchste Punkt von dem ganzen Bergzug. Der Heilberg der bekanntere, weil weniger weit. Puh. Wie gesagt, gestern Kranzhorn, mein Biberggipfel, da bin ich heute in der Früh losgegangen. Ich nähere mich an Heilberggipfel, da ist bekanntlich mal ganz schön viel los. Mal schauen, ob es heute auch so ist. Auf dem Heilberg war jetzt gar nicht so viel los wie erwartet. Nur 5 Leute, mehr nicht. Das ist schon so schön, wie das eigentlich wenig. Gipfel Nummer 3, Kindelwand. Jetzt kommt das Geheimnis von der Kindelwand. Der Durchschlupf. Man steigt quasi durch die Wand durch. Weil hinten der einfache Aufstieg ist. Ich bin jetzt da herum an der Kindelwand. Rucksack habe ich ein bisschen weiter unten lassen, ist zu gefährlich da mit dem großen Rucksack. Tja, das ist einfach einer von den Heilberggipfeln, wo dazugehört. Kitzsteuer, Heilberg, Kindelwand und vielleicht noch die Wasserwand, aber nein, die muss nicht sein. Da ist alles so speckig drauf. Nein, nein, ist gefährlich. Für mich geht es jetzt quasi runter ins Tal. Aber der Steig von der Kindelwand runter zum Mailach, das ist nochmal so ein richtiger Traumpfad. Einfach was zum Genießen. Bis jetzt noch keine Menschenseele getroffen. Komplett allein. Was will man mehr? Ich muss nicht immer wieder betonen, der Weg ist ein Schmankerl.
nur wieder verwunderlich, dass lieber alle Leute in Heiberg die Betonplattenstraße aufgegangen. Und jetzt lange erwartet, weil ich gewusst habe, dass es da gibt, die super Aussichtsbank. Drüben ist wieder das Hochries, Seitenalm, die Hochebene vom Sammerberg. Hinten sieht man Simsee. Rosenheim und da hinten draußen bin ich am Montag losgegangen, am Horizont so ungefähr. Na, Horizont nicht, aber ihr wisst, wer es gemeint ist. Das ist jetzt die Heiberg Betonplattenstraße. Deswegen ist es mir absolut ein Rätsel, warum sich die ganzen Massen über die Scheißstraße darauf quälen. Also, das hat mit Wandern nichts zu tun, das ist einfach nur Scheiße. Oben wird es zwar dann mal also Schotterweg, aber trotzdem. Das, also die Betonplatten ist immer noch so Steilstücke. Wenn es eben wird oder flacher ist, ist auch wieder geschottert, aber es gibt sicher schönere Wege. Und es gibt auch viel schönere Wege in Heiberg rauf, wo man wirklich unten noch ein paar hundert Meter auf eine Forststraße geht und ab dann nur noch schönste Wanderpfade. Aber 95 oder 99% der Leute rennen da rauf. Keine Ahnung warum, ist halt so. Ich nähere mich schnellen Schrittes dem Tal. Das merkt man auch schon daran, ohne vorher die Höhenquote gelesen zu haben, dass jetzt im Wald im Schatten wärmer ist wie oben in der Sonne draußen. Und der Zivilisationslärm rückt näher. Prozent.